got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. Wir kennen uns seit 2004. Ja. Und es war von Anfang an so, als hätten wir schon immer miteinander gespielt. Genau. I'm gonna sing it to my friend. I will it go round in circles. Will it fly like a bird up in the sky? Und Musik ist ja auch eine Sprache und die spricht man. Oder man spricht sie nicht und wir haben da offensichtlich einen ähnlichen Dialekt, sagen wir mal so. Will it fly like a bird up in the sky? I got a dance, I ain't got no step. Gonna let the music move me around. Mir fehlt auch kein Schlagzeuger, wenn wir zusammen spielen. Das stimmt, das bist ja du. Du bist ja der Schlagzeuger, während ich zusammen spiele. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take a fast train. Im Endeffekt soll es sich ja so anhören, wie ich das gern hätte. Und dann passiert das einfach so, dass man das dann macht, dass das da so kommt. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn wir auf die Bühne kommen und Bo fängt an, dann ist es keine Frage von kriegen wir sie, sondern es geht einfach direkt los. Was soll ich dazu sagen? Wenn ich anfange, geht's los. You better be ready. Write a little letter, gonna send it to my local DJ. Well, that's a dumb little record and I want my jockey to play. Ganz am Anfang weiß ich noch, ich irgendwie im Boogie Woogie gespielt habe, da war ja allein die linke Hand schon anstrengend genug. Wie soll ich denn die rechte jetzt hinkriegen? So, und jetzt sing noch dazu. Das war schon schwer. Wenn man ganz, ganz viel Musik gemacht hat, wird das so zu so einem internen Prozess, da denkt man nicht mehr drüber nach. Ich finde, fremde Songs, also für uns Sachen, die wir nicht selber geschrieben haben, zu interpretieren, ist auch eine unheimlich spannende Angelegenheit. Mr. Bojangle, Mr. Bojangle, Mr. Bojangle, come back and dance. Back in also ich bin mein Leben lang immer gerne Live-Musiker gewesen, wegen dieses Kontaktes zum Publikum. Das finde ich so spannend. Come back and dance. Echte Profis. Hab ich ganz vergessen, auf Pause zu drücken, aber dass die jetzt gerade pumpt, ist natürlich geil. Wie viel Uhr ist es? Woher soll ich denn das wissen? Blödes, und dann fällt mir dazu was ein. Oder umgekehrt, es ist einfach diese Spontanität, das ist einfach das Leben. Deswegen nennt man es ja auch Lebensmusik, Live-Musik. Da bin ich zu faul für. Das ist echte mühselige Arbeit.